sind ein bisschen Algenhochwürden, aber Sie haben das Herz auf dem rechten Fleck, verstehen Sie? Ah ja, das können wir von Ihren Müllsäcken nicht sagen. Erna? Johnny, das ist Pfarrer Büßmann. Können wir vielleicht kurz reinkommen? Büßmann, angenehm. Was hat das zu bedeuten, Werner? Wir wollen nicht stören, aber als ich nach der Abendmesse mit Pfarrer Büßmann gesprochen habe, stellte sich heraus, dass er euch noch nie in der Kirche gesehen hat. Ich find's da nicht lustig, Werner, denn was soll man denn da suchen? Auf die Musik kann man nicht tanzen. Die Bräute sind verheiratet oder Witwen und er ist der Einzige, der trinken darf. Das kann man nicht gerade als Party bezeichnen. Aber in der Kirche hat sich in letzter Zeit vieles verändert. Sie ist jetzt viel moderner. Ja, aber doch ein bisschen wenig Auswahl. Ein Gott, wo bleibt die Abwechslung? Es ist nicht so schlimm, Werner. Die Familie Flodder sehe ich bestimmt dann, wenn sie selbst soweit ist. Bedenkt, dass, egal wie schlecht die Umgebung von euch denkt, der Herr sieht in euer Herz. Wenn ich Röntgenfotos brauche, dann fahre ich ins Krankenhaus. Trotzdem, noch einen schönen Abend. Aber, Johnny! Grüß alle netten Leute, ja? Nicht vergessen. Oi. Wer war das, Johnny? Werner mit einem nervigen Freund, aber ich habe sie wieder nach Hause befördert. Gut so. Wie viel bringen uns diese Kisten Whisky eigentlich ein, Johnny? Normalerweise ein Pfund pro Flasche mal, aber wenn die Etiketten nicht draufbleiben, dann so viel wie Quellwasser und das bringt einen Gulden pro Pulle. Die bleiben nicht kleben, Johnny, weil der Kleister viel zu dünn ist. Die brauchen sicher ein paar Stunden, bevor sie trocken sind. Naja, darauf warten wir nicht. Nein, Johnny, nicht diesen Föhn! Der ist nämlich kaputt. Tausend Dank, Case. Hanky, drehst du meine neue Sicherung rein? Okay, aber wo ist denn der Sicherungskasten? Was weiß ich? Such mal. So, jetzt haben wir wieder wenigstens ein bisschen Licht. Na ja, dann müssen wir halt warten, nicht? Hey, wollen wir eine Seance halten? Ich habe jetzt wirklich keine Lust zu tanzen, Case. Nein, mal eine Seance, das ist was anderes. Das ist, wenn man versucht, mit Geistern in Kontakt zu kommen. Versuch du hier erstmal mit einem guten Pizzaservice in Kontakt zu kommen. Das ist schwer genug. Wie geht das, so eine Seance? Man setzt sich in einen Kreis und dann ruft man sie herbei, die Geister. Hallo, ich bin Johnny Flodder. So recht, Case, dies Gehabe mit den Geistern. Aber Ma, das ist doch schön, du kannst sie alles fragen. Ja, Ma, praktisch wie beim Kreuzworträtsel. Sollen wir es nicht einfach mal probieren? Ja! Okay, wenn ich es nicht gut finde, hören wir einfach wieder auf. Sag mal, Klaus, wie wär's, wenn wir eine geile Braut für dich rufen? Ja, geht denn das? Natürlich, die Geister mögen ein bisschen Aufregung. Ich auch? Was müssen wir tun? Also, wir nehmen uns an den Händen und dann schließen wir unsere Augen. Ich nicht. Bevor ich es merke, bin ich mein Portemonnaie wieder los. Mach schon mal. Opa hat seine Augen auch schon geschlossen. Ja, sonst schläft sich's auch etwas schwer. Hm? Beeil dich, Käse. Und was jetzt? Nun rufe ich einen Geist an. Ich rufe den Geist des Hauses. Geist des Hauses? Ach, jedes Haus hat einen Hausgeist. Das ist ja das Beste. Dann kann er ein bisschen was zur Miete mit abdrücken. Geist des Hauses, bist du da? Naja, ich wusste es doch gleich. Ist doch alles Blödsinn. Ach, Ma, lass es uns noch mal probieren. Wer hat mich gerufen? Ich will meine Ruhe. Klaus, kannst du Henki beim Suchen von diesem Sicherungskasten mal helfen? Dann haben wir gleich alle unsere Ruhe. Es ist schon fast 12, ja? Wie lange muss ich noch umherirren? Da drin sitzt dein Geist, Klaus hat's erwischt. Er hat eine Flasche Whisky erwischt, wenn ich das so höre, der faule Lumpenhund. Das klingt sau echt, Klausi. Wie machst du denn das mit der Stimme, hä? Meine Seele ist zerfetzt, solange mein Tod nicht gerecht ist. Sehr lustig, Klausi. Jetzt lass uns die Etiketten aufkleben. Mir schläft vor Müdigkeit das Gehirn ein. Klaus. Sag mal, ob die Geister mit uns einen mitsaufen oder wie jetzt geht's? Neues Plätzchen. Aber hier darf doch nur Opa parken.
Lass mich nur machen. Such du in der Zwischenzeit eine Flasche Whisky. Guck mal, Johnny, da ziehen welche um, mit dem Klavier. Was machen Leute um Gottes Willen mit einem Klavier? Ein CD-Spieler ist doch viel praktischer. Natürlich. Und damit kann man auch viel mehr Musik machen. Und lauter. Und die Dinger sind nicht so schwer. Ja, schön, Schlachti. Komm, komm. Ja, ja, ist gut. Ja. Hey, hör sofort auf damit! Das hätten wir. Oh! Hey! Was machst du denn jetzt schon wieder, Dorftrottel? Johnny, wo bin ich? Nicht in der Klavierstunde. Los, mitkommen! Aber hey, wie geht es dann weiter? Das war die 7. Sinfonie von Heinrich Müsselmann. Die unvollendete Symphonie. Und der Junge spielt genau das fehlende Stück. Woher weiß der das? Qualität. Ja, super, rein. Ich stecke jetzt besser keine Zigarette an. Was willst du, Trottel? Ich nehme dir die 6 Kisten ab, Flodder. Aber ich möchte die Ware äußerst diskret geliefert bekommen. Die Polizei sitzt mir im Nacken, also keine Aufmerksamkeit erregen. Verstanden? Wir sind immer sehr diskret. Ich sagte noch heute Morgen zu Klaus, dass... Na toll. Wenn du das vielleicht mit diskret meinst, dann guten Tag. Entschuldigt die Belästigung. Er hat um 4 Uhr wieder seine Schocktherapie. Guten Tag. Er tanzte wie mein erst kürzlich verstorbener Tanzpartner. Wirklich ganz genau wie er. Und danach belästigte er diese Frau in der Kneipe. Aber das fing erst an, nachdem er die Musik gehört hat. Ja, so wirkt es. Worüber redet ihr denn? Und wo kommt eigentlich das Glas her? Hey, ich hab es. Weißt du, was das ist? Sieht aus wie von einer Flasche oder so. Manchmal kann sich ein Medium nach einer Seance von selbst dem Geisterreich öffnen. Man redet dann von einem offenen Kanal. Das Medium ist dann sehr empfänglich für umhergeisternde Seelen. Doch, ich bin mir sicher, dass es von der Flasche ist. Offener Kanal? Wie meinst du denn das schon wieder? Ungefähr so, als ob ich ein Bier saufen möchte? Ja, so ungefähr.
Also jeder Geist, der was zu erzählen hat, kann das jetzt via Klaus tun. Also als Klaus das Klavier sah, da ist irgend so ein toter Musiker in Klaus gefahren, weißt du? Wahrscheinlich. Tja, dann wissen wir das jetzt. Jeder kann da also einfach mal so rein, nicht? Ich kann da gar nichts dafür. Vielleicht hat es damit zu tun, was er sieht. Wie meinst du das? Naja, er sieht ein Piano und kriegt dann sofort Besuch von einem Pianisten. Vielleicht können wir Geld mit ihm verdienen. Case, hol mal von oben ein bisschen Kreide und einen Skizzenblock. Was machst du da, Johnny? Du wirst malen, Klaus. Aber ich kann überhaupt nicht malen. Hier habe ich was für dich. Echte Kunst, siehst dir genau an. So, und jetzt du? Ich kann nicht malen. Sieh dir die bunten Bilder an. Hinsehen und konzentrieren, dann geht's von ganz alleine. Ich weiß nicht, was du willst, Johnny. Fresse, Frosch und hingucken. Oh, jetzt beeil dich doch ein bisschen. Du darfst ihn nicht so drängeln, Johnny. Ja, sonst passiert da überhaupt nichts. Hey, er macht was. Siehst du, er malt was. Na super, ich verpiss mich jetzt und kaufe Leinwand und Ölfarbe. Dann lassen wir Klaus noch mal die Nachtwache malen. Aber viel größer und wir verlangen gleich das Doppelte. Johnny! Hey, was soll denn das darstellen? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Was ist denn das für eine Vorschulzeichnung? Hey, wen hast du jetzt schon wieder da oben reingelassen? Hallo, Sonntagsmaler, das kannst du dir abschminken. Wir warten auf einen holländischen Meister. Ich find's irgendwie schön. Ich zeig dir, wozu es gut ist. Und vielen Dank auch, Klaus. Was ist denn passiert? Hat's geklappt? Johnny ist grauenvoll böse. Oh. Johnny, bist du noch böse? Ich weiß eigentlich nicht, was du von mir willst. Du weißt doch, dass ich nicht so gut malen kann. Warum muss ich dann... Du brauchst überhaupt nichts zu tun. Das ist ja der Witz, du Knallkopf. Du musst dir doch nur diese Blätter richtig ansehen und dann besorgen die Geister schon den Rest. Geister? Du hast da drin irgendwo eine Tür offen stehen lassen, Klaus. Und jetzt ist da ein Kommen und Gehen von Pianisten, Galatänzern, Sonntagsmalern und was weiß ich. Wenn du jetzt nur ein bisschen mitarbeiten würdest, dann könnten wir zumindest noch was dran verdienen. Denn dank dir konnte ich die Ladung Whisky nicht verkaufen, oder hattest du das schon wieder vergessen, Idiot? Hey, Klaus! Klaus! Was machst du da? Hey, Klaus, gib mir die Pistole. Klaus, wenn ich bis drei zähle und... Irgend so ein Fanatiker in Klaus reingekrochen. Und als er die Kanone gesehen hat, wollte er mich umbringen, dieser Verrückte. Meinst du, er ist gefährlich? Naja, du hast ihn so fest getroffen, er wird wohl wieder weg sein. Klaus? Ich puste dir die Nieren aus dem Leib, Verräter. Ich fürchte, dass der hier bleibt. Da steht auch nichts hinten im Buch bei den Fehlermeldungen. Nein, ich habe Angst, dass Klaus einfach besessen ist. Klaus ist was? Da sitzt ein Geist in Klaus und den müssen wir austreiben. Ah, austreiben. Und wie machen wir das? Mit einer Reitpeitsche, einem nassen Handtuch, Wechselbad? Nein, das muss ein Priester tun. Priester, was versteht der dann vom Treiben? Die sind doch den ganzen Tag mit dem Heiligen Geist am Rummachen. Na ja, die werden schon wissen. Das können wir über die Feiertage nicht gebrauchen. Verbessert die Atmosphäre. Ich wusste, dass ihr es euch überlegen würdet. Hören Sie, Vater,
Ich habe Sie angerufen, weil ich Sie dringend brauche für einen Job. Einen Job? Was meinst du? Eine Beichte? Nein, natürlich nicht. Ich werde es Ihnen erklären. Na, wofür brauchst du mich denn dann? Die letzten Sakramente? Es geht um meinen Bruder. Ich vermute, dass Sie in Ihrer Gemeinde so dann und wann auch mal was Bösartiges vorfinden. Ach, bösartig. Ich spreche lieber über verirrte Schafe, mein Sohn. Wir sprechen hier vom Wolf. Komm, komm. So schlimm kann es doch nicht sein, oder? Wollen Sie ihn sehen? Ich zermalm dir deine Gurgel! Sie hätten ihn vorhin hören müssen. Da war er ganz schön auf Tour und jetzt hält er sich zurück, weil Sie dabei sind. Aber dieser Junge ist krank. Nimmt er manchmal Drogen oder so? Sie sind wohl verrückt. Das würde alles noch schlimmer machen. Klaus ist besessen. Das haben wir in einem Buch gelesen. Aber nein. Dieser Junge hat nur etwas die Fassung verloren, weil er angebunden ist. Meinen Sie? Na, dann passen Sie auf. Klausi. Sehen Sie, das meinen wir. Entweiche aus diesem jungen, reinen Körper. Hilf diesem armen, gequälten Menschenkind zurückzufinden. Haben Sie nicht irgendwas Verschärftes? Sie sitzen hier seit Stunden rum, wedeln mit Ihrem Kreuz und nuscheln irgendwelche Formen, anstatt was Böses zu sagen. Wie Satan, verpiss dich! Nein, das ist mehr was für amerikanische Pastoren. Meiner Erfahrung nach geht nichts über ein paar gut platzierte Ave Marias. Ach ja, also ich finde nicht, dass hier viel passiert und ich habe Lust, heute Abend in meinem eigenen Bett zu schlafen. Ach, Geduld, mein Sohn. Der wahre Glaube kostet manchmal Zeit. Ja, aber die haben wir eben nicht. Ich schlage vor, härtere Mittel zu gebrauchen. Was macht er denn jetzt? Wenn Klaus beim Essen Schluckauf kriegt, brüllt Johnny ihn immer an. Das funktioniert immer. Der Schluckauf ist auf einmal weg. Und auch sein Hunger. Verpiss dich! Es funktioniert nicht, Johnny. Naja, wenn wir es schon vom Austreiben haben. Ich habe hier eine Predigt, bei der meine Kirche immer sehr schnell leer wird. Letztens fragte mich ein Gemeindemitglied: Vater, was heißt bereuen? Ich schaute ihn an und sagte: Reue ist das Gefühl, das Judas hatte, als er im Tausch für seinen schnöden Verrat nur ein paar Silberlinge bekam. Ich sah, dass meine Antwort nicht zu seiner vollen Zufriedenheit ausfiel. Also erzählte ich ihm dann, und das ist wahre Reue. Er schaute mich dankbar an, entzündete eine Kerze für seine Frau und lief zutiefst erleichtert aus der Kirche. Schlafe jetzt in Frieden, mein Sohn. Oh. Jesus, was für ein Amateur, sieh dir das noch an. Na, wieder alles in Ordnung? Ihr kommt niemals wieder in meine Kirche. Ist das klar? Ich reiß dein Herz in Fetzen. Klaus? Ich werde euch Stück für Stück auseinandernehmen. Ja, ja. Glauben, glauben. Klaus, erst einen kleinen Drink. Was hältst du davon? Und jetzt nehme ich euer Gedärme. Hey, was hast
du vor? Das ist meine letzte Flasche. Lass die Pfoten davon, sonst breche ich dir das Genick. Irgendjemand hat ihm das Gehirn geklaut. Da liegst du nicht ganz verkehrt, Ma. Johnny? Willkommen daheim, Klaus. Ich werde nie wieder irgendwelche Bilder malen. Nein, das ist auch nicht mehr nötig. Und wo ist der Geist geblieben? Ich weiß es nicht, vielleicht woanders hin. Ach ja, wohin denn? Wahrscheinlich zu einem, der noch offener ist als Klaus. Wo ist eigentlich der Bericht über die Altenbetreuung, Van Koten? Ich bin noch damit beschäftigt, noch ein halbes Stündchen. Nichts halbes Stündchen jetzt! Oder glauben Sie, dass das hier ein Erholungsheim ist? Ich konnte Ihre Beförderung gerade noch verhindern, sonst würden Sie hier noch dick bezahlt sitzen und in der Nase bohren. Ich glaube nicht, dass Ihnen bewusst ist... Halt's Maul! Ich dreh dir gleich die Gurgel um, Fettlops!